Warum wolltest du dich hier treffen? Ist es der Ausblick? Oder wirst du sentimental? Du erinnerst dich also. Ich dachte, es wäre was Einmaliges. Ich helf dir, du hilfst mir. Fuck. Nein, eigentlich stimmt das nicht. Mhm. Hattest die Ruffin im Auge. Du wolltest sie dir holen. Mit Mitchs und Scorpions Hilfe. Wären sie einverstanden gewesen, hättest du mich gleich zum Teufel gejagt. Ach, komm schon. Guck dir die Stadt an. Irgendwo wundern die ganzen Penner von Arasaka sich, wie sie so viel verlieren konnten. Irgendwann verstehen sie es. Aber dann sind wir längst weg. Hätte nicht erwartet, dass die Dinge so enden würden. Du meinst Mikoshi? Ah, Night City. Dachtest du, du würdest ewig hier bleiben? Mhm. Vor ein paar Monaten war ich noch davon überzeugt. Hätte meinen Arsch drauf verwettet. Die Wette hätte ich gründlich verloren. Und jetzt sind wir wieder unterwegs. Ohne dich hätte ich den Mut nicht aufgebracht. Danke. Ach, hör auf. Und verabschiede dich vom Ausblick. Die Stadt wirst du nie wiedersehen. Was ich suche, ist einfach nicht dort. Meinst du, wir werden es je finden? Wohl kaum. Aber das muss nichts Schlechtes sein. Wer mir Night City etwas beigebracht hat, dann mich vor Träumereien in Acht zu nehmen. Die gehen sowieso nur nach hinten los. Scheiße, wie? Du blutest wieder. Ich finde schon eine Lösung, Panam. Vix-Medikamente helfen noch. Und wenn wir erstmal da sind, klappern wir deine Kontakte ab. Die haben unsere Leute schon aus den schlimmsten Lagen rausgeholt. Die helfen dir auch. Das beruhigt mich wirklich. Übrigens, wie steht's mit unserem Plan? Alles vorbereitet. Wir treffen bald unsere Leute, holen unser Zeug und verschwinden. Der Weg wird hart, aber wenn wir keinen Scheiß bauen, müssten wir in ein paar Stunden über die Grenze sein. Lass uns verschwinden. Okay. Aber wie? Sieh dir die Stadt noch ein letztes Mal an. Wenn du willst, meine ich. Ich warte im Auto. Also, Night City, mach keinen Ärger, ha? Sonst stehen ein paar Veränderungen an der Spitze des Megakonzerns an. Natürlich, wie üblich, getränkt in Blut, Schweiß und Tränen. Genug von dem Geschwafel. Das reicht. Die meisten unserer Leute sind schon rüber. Sie warten auf der anderen Seite. Und unsere Souvenirs von Mikoshi? Wenn wir mit solcher Techno in die Nähe der Tore kommen, knallen die uns einfach ab. Wir haben es überprüft. Arasaka hat an jedem Grenzübergang Leute. Aber wir kennen eine andere Route. Arasaka. Déjà-vu. Hab ich was Falsches gesagt? Musste gerade nur an Jackie denken. Und den Arasaka-Job. Du weißt ja, wie gut der lief. Tut mir leid, weh. Komm schon, Panam. War doch nicht deine Schuld. Außerdem werden die Dinge diesmal anders laufen. Eines werde ich an Night City vermissen. Was denn?
Das Essen. Der Thai auf der 7th in Haywood. Die Piroggen bei den Docks. Ernsthaft? Glaub mir, wenn wir erstmal eine Weile unterwegs waren, wirst du es verstehen. Ob ich Night City auch vermissen werde? Du wirst das Night City aus deinen Träumen vermissen. Die Stadt der grenzenlosen Möglichkeiten. Aber diese Stadt war eine Lüge. Zusammen kommen wir auch mit den Erinnerungen an Night City klar. Hanna, sag mal, haust du aus Night City ab oder machst du ihr Teekränzchen mit deiner Granny? Mach hin oder der Sturm kriegt dich. Leck mich! Mitch, hey. Hey, wie? Schön, deine Stimme zu hören, Chum. Was geht? Gib mir einen Monat und ich bin wie neu. Hab doch gesagt, ich komm klar. Quatsch nicht, Mitch. Nach Mikoshi warst du dir da nicht so sicher. Das war keiner von uns. Wochenlang lag der Typ flach. Völlig matsch. Wären seine Synapsen nicht hart wie Stahl, wäre er draufgegangen. Die Panzer im Krieg waren also doch für was gut. Aber du hast uns allen den Arsch gerettet. Schade, dass Saul nicht mehr da ist. Oder Teddy, Bobby und Scorpion. Die hätten dich nach der Aktion mit dem Panzer grün und blau geprügelt. Und dann umarmt, bis du kotzt. Ich weiß, Panam, ich weiß. Wir haben eine neue Chance gekriegt. Vermasseln wir es nicht. Bin froh, dass du bei uns bist, Vi. Wir sehen uns. Ich riech das Ozon sogar durch die Klimaanlage. Das ist der Sturm. Er kommt näher. Okay, wir sind da. Wird auch Zeit. Hey, Mitch. Hey, sollten uns so langsam verpissen, oder? Hey, wie sieht's aus? Ist alles vorbereitet? Wir sind fast soweit. Du hast ihn also gefunden, wo wir ihn vermutet haben? Alles geplant und vorbereitet? Sieht so aus. Aber da wartet wohl jemand auf dich. Komm einfach später wieder. Dann gehen wir die Einzelheiten durch. Wie? Ich will ganz ehrlich mit dir sein. Okay. Du siehst scheiße aus. Bekommt dir die frische Luft etwa so schlecht? Ganz im Gegenteil, Cowboy. Ich fühle mich endlich richtig lebendig. Ich mochte den Optimismus der Jugend schon immer. Schlechte Gedanken denken sich leicht, aber sie verzerren die Wahrheit. Denk, dass dir der Sprit ausgeht und es passiert. Denk über den Tod nach und deine Tage sind gezählt. Jetzt mach dich lieber fertig. Wir müssen eine Grenze überqueren und einem Sturm entkommen. Straffer Zeitplan für einen Tag. Braindance Club in Chicago, vor einer halben Ewigkeit. Aber ich habe sie nicht geschnitten, wir hatten die fertigen. Haben nur die Dopaminware und so drüber gelegt. Damals, als die neuen Gesetze kamen. Frag mich, ob es mir fehlen wird. Thank you.
Wie? Da bist du ja. Hey, Jude, du hast's geschafft. Hätte nicht gedacht, dass du kommst. Ja, Carol hat mich mitgenommen. Sonst hätte ich das hier nie im Leben gefunden. Scheiße, bin ich froh, dass du hier bist. Dass du es dir nicht anders überlegt hast. Glaub mir, ich habe mich schon vor dir entschieden. Es ist nur... ihr habt eindeutig was zu besprechen. Ich lasse euch Mädels mal allein. Ist alles okay? Ich habe gerade erst erkannt, dass Night City nie richtig für mich war. Ich dachte immer, irgendwann kommt der Tag, an dem ich mich dort zu Hause fühle und sicher, sogar heimisch. Du findest deinen Platz, wo du dich wirklich wohlfühlst. Das sagst du nur, weil du ihn schon gefunden hast. Ich sag's, weil ich weiß, dass du ihn auch findest. Warum fühle ich mich dann, als würde ich wegrennen? Du fühlst dich wie eine Verräterin. Du glaubst, du verrätst die Stadt und sie spürt es. Und verurteilt dich dafür. Ja, es ist, als würde ich gehen wollen. Aber sie zieht mich zurück. Wie ein letztes, süßes Versprechen. Ein leeres Versprechen, Judy. Das sind sie alle. Aber jetzt bestimmen wir. Ich habe Zeit immer in Phasen eingeteilt. Von einer in die nächste. In der ersten war ich im beengten Megagebäude, dann im Gruppenheim, dann bei den Mocs. Jedes Mal dachte ich, ich hätte ein Zuhause gefunden. Und jedes Mal wurde ich enttäuscht. So ist das Leben in Night City, würde ich sagen. Das weiß ich jetzt auch. Es war völlig klar, dass ich gehen muss. Du brauchst was Neues, was Dauerhaftes. Für dich und für uns. Du wirst es schon sehen. Bald haben wir ein Zuhause. Das klingt gut. Richtig gut. Finde ich auch. Alles wird gut. Wenn mir eines absolut klar ist, dann das. Fühl mich schon besser. Es geht bald los. Wir müssen dem Sturm entkommen. Und wir sollten Panam nicht ans Bein pissen. Ja. Carol hat mich schon vorgewarnt. Keine Sorge, du wirst sie mögen. Also dann, wollen wir? Ich muss nur noch eine Sache erledigen. Dauert auch nicht lange. Okay, ich warte hier auf dich. Warum? Hast du gedacht, ich bleibe in Night City? Ich hätte nie gedacht, dass du jemand bist, der einen Neustart wagen würde. Wer weiß, was du noch alles über mich erfährst. Kann ich irgendwie helfen? Nein, alles ist gepackt und bereit. Wir haben nur noch auf dich gewartet. Okay, der Plan. Nur noch einmal. Wir nehmen keinen offiziellen Übergang. Das weißt du schon, oder? Wir wollen einen alten Schmugglertunnel benutzen. In der Nähe der Mauer. Ihr habt also ein Schlupfloch gefunden. Clever. Viel mehr als das. Es ist ein alter Schmugglertunnel. Glücklicherweise noch offen. War nach all den Jahren nicht leicht zu finden. Aber jetzt, nichts kann uns noch aufhalten. Okay, der Tunnel klingt super und so. Aber wir müssen erstmal hin. Wie sehen die Sicherheitsmaßnahmen da aus? Das ganze Gebiet ist voller Tech. Drohnen patrouillieren ständig. Vielleicht auch schwereres Zeug. Keine Sorge. Wir wissen, was auf uns zukommt. Und Carol und Cassidy halten die Konzernficker von uns fern. Und niemand wird uns sehen? Früher oder später werden die Wachen merken, dass irgendwas nicht stimmt. Aber wenn es soweit ist, sind wir längst über alle Berge. Außerdem wird der Sturm unsere Spuren verwischen. Glücklicher Zufall. Wir brauchen mehr als den Sturm, um die Konzernratten abzuschütteln. Die haben größere Probleme als uns. Und selbst wenn nicht, sollen sie doch kommen. Sie werden's bereuen. Okay,
Und was, wenn wir drüben sind? Dann fahren wir zum Treffpunkt und schließen uns den anderen an. Anschließend geht's weiter nach Tucson. Und dort bestimmen wir, wo es lang geht, oder? Wir kennen die Straßen in- und auswendig. Und in Arizona gibt es viele Leute, die uns was schulden. Also wenn die Sache einen Haken hat, finde ich ihn nicht. Ab heute schulterst du nicht mehr alles alleine. Du hast jetzt uns weh. Gewöhnst dich schon noch dran. Sieht aus, als wäre ich euch eine Menge schuldig. Ach, red kein Bullshit. Wir sitzen alle im selben Boot. Und dank dir haben wir genug Tech von Arasaka geklaut, um einen scheiß Flugzeugträger zu bauen. Glaub mir, auf der Liste der gesuchten Personen kommen wir gleich nach dir. Okay, wir sollten los, ehe der Sturm uns einholt. Bereit? Mhm. Dann verlink dich. Verschwinden wir von hier. Alles klar. Das ist ein großer Neubeginn. Also musst du wie ein echter Nomade anfangen und das Steuer übernehmen. Fahr einfach geradeaus, meide die großen Löcher und verlier die anderen nicht. Okay? Ich kümmere mich ums Nitro. Der Mix geht direkt in die Zylinder. Wenn ich das nicht manuell abstimme, fliegen wir in die Luft. Das lassen wir lieber. Ich bin froh, dass wir das tun. Du meinst abhauen? Mhm. Hab mich heute von den Mox verabschiedet. Dachten fast alle, ich würde einen Rückzieher machen. Die haben sogar gewettet, dass ich mit eingezogenem Schwanz wieder angekrochen komme. Haben sie ja selbst oft genug so gemacht. Dann werden die meisten wohl mächtig Kohle verlieren. Habe ich dir je erzählt, dass ich das mit Evelyn vorhat? Night City für immer verlassen? Hab davon geträumt, wie es wird, wenn wir es endlich schaffen. Tut mir leid, Judy. Mach dir nichts draus. Tu ich auch nicht. Ich dachte nur, ich erwähn's, um den Traum auch loszulassen. Wurde bereit geboren. Dann gib Gas! Ziel gerade! Volle Kraft voraus! Die Drohnen sind los! Carol! Cassidy! Bewegung! Ich fahre nach Westen und aktiviere die Störsender. Sie haben mich markiert. Ich drehe nach Osten ab. Viel Glück, Leute! Auf der anderen Seite. Nicht bremsen, Panam. Nicht jetzt.
mich, als wäre ich endlich zu Hause, Panam. Wie ist das Leben da draußen in der Wüste so? Sonnst du dich und atmest frische Luft? Vergiss nicht, hin und wieder mal ein Check-up machen zu lassen. Einmal Staub oder Schmutz unter der Isolierung und du hast's hinter dir. Klar, gute Ripper sind da draußen schwerer zu finden als 4-Sterne-Hotels. Wie wär's, wenn du einfach mal reinschaust, wenn du in der Stadt bist, ne? Ich glaube, ich könnte einer alten Stammkundin einen kleinen Rabatt geben. Bis dann, Vee. Hey, Vee. Ich weiß, was du denkst. Wieso hinterlässt mir mein verrücktes Output eine Nachricht, während ich Frühstück mache? Ja, du kennst mich ja. Ich bin echt schlecht darin, meine Gefühle auszudrücken. Also, ach egal, ich dachte mir, ich sag's dir einfach so. Wie? Ich wollte nur, dass du weißt, dass ich glücklich bin. Zum ersten Mal in meinem Leben. Und ich... Wenn man vom Teufel spricht. Bis bald. Arasaka-Nummer? Shit, mein Herz hämmert immer noch. Ein paar Nomaden gegen den größten Scheißkonzern der Welt. Ich meine, das waren so viele. Ich hätte nie gedacht, dass wir da lebend rauskommen. Aber wir haben es geschafft. Und weißt du auch warum? Weil du uns angeführt hast, wie die verrückteste und übelste Söldnerin zwischen Pacifica und den Appalachen. Keine Ahnung, was du gerade treibst. Welche Pläne du hast. Aber denk dran, wir würden jederzeit mit dir durch die Hölle gehen, Schwester. Bis zum nächsten Mal, ja? Mach's gut. Rogue hier. Ich wollte nur... Oh, Mailbox. Warum nicht? Wie... Ich habe mich gefragt, ob du Johnny was ausrichten kannst. Zwei Sachen, um genau zu sein. Erstens, er ist ein arroganter, egoistischer Hurensohn. Und zweitens, war nett, mal wieder mit ihm zu sprechen. Hört zu, ihr beiden. Passt gut auf euch auf, ja? Hey, wie, gerade ist was Lustiges? Ach, scheiße, schon wieder der AB. Gehst du jemals ans Telefon? Ernsthaft, der Data-Turn-Kundendienst ist schon schwer an die Strippe zu kriegen, aber du... Ach, was wollte ich jetzt? Ach ja, der Agent von Askrax hat mich angerufen und gefragt, ob ich mit denen auf Tour will. Und ich so, nur über meine Leiche. Aber dann habe ich mir gedacht, Moment mal, das könnte vielleicht lustig werden. Ja, weiß... So, da hast du den neuesten Klatsch und Tratsch, falls es dich interessiert. Ruf zurück, wenn du kannst. Okay? Wie, hey. Also, folgendes. Ein paar Typen vom 5. Revier haben den illegalen Waffenladen hochgenommen. Abgesägte Gewehre, Taser, Senfgaskanister. Der Befehl von oben lautete, alles dem Erdboden gleichzumachen. Aber dann dachte ich... Vielleicht kann man das Zeug besser nutzen. Eine gute Sache. Hab nicht vergessen, was du für mich und Randy getan hast. Die Stadt braucht mehr Leute wie dich. Und ich sorg dafür, dass sie gut ausgerüstet sind. Das hier geht auf mich weh. Wir sehen uns.
bevor Samurai Seppuku begingen, schrieben sie Jisei Todesgedichte. Es waren letzte Gedanken über das Leben und den Tod. Ich habe in letzter Zeit viele davon gelesen. Manche sind wunderschön. Aber ich bin kein Samurai. Deswegen gehe ich mit simplen Worten. Fratzer Hölle. Xorma. Hey, hier ist Perales. Wie? Das musst du hören. Aber zunächst musst du irgendwo hin, wo niemand dich belauscht. Also, meine Frau, Elizabeth, steckt in der ganzen Sache mit drin. Sie sagt ständig, ich soll auf mich aufpassen. Besteht darauf, dass ich diese Pillen nehme. Sagt, das wären Vitamine. Ich habe die Teile im Labor analysieren lassen und alles sieht okay aus. Aber woher weiß ich, dass niemand das Ergebnis verfälscht hat? Also, ruf mich an, wenn du eine Minute hast, okay? Ach ja, und vergiss nicht, die Nachricht hier zu löschen. Hey, wie? Ich habe gerade an dich gedacht, also habe ich mal schnell die Karten gelegt. Ich weiß, die Deutung ist nicht so stark, als wenn du hier wärst. Aber wir haben uns schon so lange nicht gesehen und ich... Nun, eins kam zum anderen. Weißt du, was ich gezogen habe? Den Wagen, die Liebenden und die Sonne. Sieht so aus, als ob dir in den Badlands ein gutes Leben bevorsteht. Viel Glück, Vi. Genieß deine Freiheit. I think I
what you had to say, but